So, liebe Freunde, willkommen zurück bei Minecraft, wo wir jetzt doch in die Höhle gehen und wir sehen bereits im Hintergrund wieder diverse Monstren. Das heißt für uns natürlich, also für mich heißt das, ich muss gerade wieder die Musik leiser drehen auf den Kopfhörern, ist doch ein bisschen Zeit vergangen wieder zwischen der letzten und der jetzigen Aufnahme und ich habe die Endermen sind immer noch gestutzt und ich habe die Werwölfe einfach mal von einer Spawn-Rate von 4, die irgendwie festgelegt war, auf eine Spawn-Rate von 1 festgelegt, damit wir trotzdem noch welche haben, aber wenn dann wirklich mit Seltenheitswert und die Monster sind natürlich angeschaltet, so dass wir jetzt in die Höhle gehen können. Ach ja, ich sollte mal Fackeln anbringen. Ich vergesse dann immer, wenn ich jetzt eine Fackel, wenn die Fackeln jetzt so leuchten. Ich bringe hier draußen auch mal eine Fackel an. So, wenn die Fackeln jetzt so leuchten, dann vergisst man natürlich schnell auch welche anzubringen. Man vergisst schnell welche anzubringen. Huch! Ach, ein Geist. Na, Geist. Ich komme vom Planeten Zeist. So. Die Diamantspitzhacke war jene solche. Boah, das wird interessant, ob wir das so überleben. Ich lasse das Eisen und die Kohle mal im Eingang. Ich hoffe, da kommen wir später wieder hin. Oder weißt du was? Nee, ich nehme die einfach mit. Was soll denn der Geiz, wenn wir nämlich nicht mehr herkommen? Dann ärgere ich mich. Hier ist ein Schloss. Dort hängt die Kohle drüber. Ich baue mir einen Weg. Sonst bin ich bald hinüber. Einen Weg. Na, sieh mal einer an. Hier kommen wir gleich wieder raus. Und der Mond erneigt sich der Erde entgegen. König Kotze. Hua. Hau ab, du Gummipferd. Plim, 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 plim. So, wenn man aus der Höhle rauskommt, muss man extrem vorsichtig sein. Und ich sehe zum Glück keinen Werwolf. Nein, keinen Werwolf, nur einen Creeper, der auf dem Pferd reitet. Und einen Bogenschützen und hinter uns noch ein Zombie, der auf dem Pferd reitet. Irgendwie haben hier alle Pferde. Das müssen sehr wohlhabende sein. So, das Eisen ruppen wir natürlich mit der normalen Spitzhacke raus. Also mit der Pseudonormalen. Die ist natürlich ein bisschen enchanted, ist die schon. Aber bei Eisen, das wird ja eh als Block abgebaut und später dann im Ofen gebraten. Die Frage ist, kommen wir da runter und wollen wir da runter? Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es ist. Oh, endlich mal wieder eine andere Playlist. So. Hier wieder Eisen, das hole ich mit der 3 raus. Ich hoffe nur, die Spitzhacke hält so lange noch durch. Die hat uns ja schon treue Dienste geleistet, aber ich fürchte, die wird auf dieser Reise ein bisschen Mitleidenschaft gezogen werden. Und ich möchte die natürlich auf gar keinen Fall verlieren. So, wupp. Da geht's wieder raus. Alter, wie viele Eingänge hat denn die Höhle? Jeder Gang, den wir da schon angeguckt haben, ist dann wohl offenbar ein Gang raus aus der Höhle, oder was? Was ist das da? Ach, ein Geist. Ja, easy going. Ein Skorpide und ein Creeper. Und wir gehen wieder runter in den Schlund. Auf jeden Fall haben wir 10 Milliarden Ausgänge. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar nach draußen. Sicher bin ich mir da noch nicht. Ach, na super. Ich gehe mal kurz auf Vollbild. Sonst zeigt mir mein E-Mail-Programm ständig an, dass hier irgendwas an Nachrichten reinkommt. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Ach, die XP waren zum Glück noch da. Und sagt mir nicht, dass es hier rausgeht aus der Höhle. Das wäre natürlich ein bisschen sinnlos. So, das war das.
Hier sieht's momentan noch nicht sehr rausgeherisch aus. Da sieht's mehr sehr herabgeherisch aus. Ja, sieht gut. Oh, sieht gut aus. Wobei. Sagen wir nicht, da geht's jetzt auch raus. Ich glaube, da geht's auch raus. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben noch zwei Abzweigungen, die uns Neuerungen bringen können. Moment. Ach, natürlich geht's hier raus. Huah. Warum hüpft denn der so? Und er brannte. Brannte, bis er starb. Sein Körper warf Blasen. Und da brennen auch die nächsten Knochen. So. Irgendwie geht's ja überall raus aus der Höhle. Ich hoffe, wir kommen dann diesmal auch entsprechend damit hin. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal mehr Eisen als vorher. Das ist ja schon mal viel wert. So, Kohle nehme ich natürlich wieder normal mit. Obwohl, wir brauchen ja eigentlich gar keine Kohle. Und wie ich sehe, können wir den Stack auch nicht voll machen. Ich pack den Chitinpanzer mal weg. Ich bin einfach eine Materialienhure. Da nehme ich natürlich auch die Kohle mit, auch wenn wir davon noch mehr als genug in unserem Vorratslager haben. Also. Also, ich glaube, da werden wir demnächst keine Nöte haben. Hier mache ich mal eine Fackel hin, damit er nichts spawnt. So, da holen wir uns das Eisen noch raus, weil Eisen braucht man inzwischen ja auch wieder ein bisschen. Und die Kohle hier können wir auch mitnehmen. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal da hinten lang, wo der Skorpion bereits auf uns wartet. Scorpion wins. Also hoffentlich nicht. Kennt das doch jemand eigentlich? Scorpion wins? Gibt's eigentlich... Ach so, und die Mo Creature Sounds funktionieren jetzt auch. Die habe ich einfach mal manuell ins Verzeichnis geschoben, wo sie hingehören. Und das klappt jetzt alles, hat jetzt alles seine Richtigkeit. Ne, Kollege? Hallo, Skorpide. Du und ich. Naja, das war total ein spannender Kampf. Der wird noch in die Geschichtsbücher eingehen. Und die Geschichtsbücher haben dann wahrscheinlich nur zwei Seiten. So, die Frage ist, ob es dahinter irgendwo hingeht. Wir haben zum Glück Schaufeln eingepackt. Und Gravel könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Und das sieht so aus, als wäre dahinter ein Gang. Ich höre hier zumindest irgendwo irgendwelche Viecher. So, ich nehme mir mal Gravel, nehme ich mal einfach mit, ne? Können und kann ja nicht schaden. Dafür esse ich mal den Apfel und schmeiß mal das Sprengpulver weg. So, dann haben wir da wieder voll. Und dann hauen wir mal den ganzen Scheiß hier weg, aber ich weiß allerdings nicht. Da geht's weiter. Siehst du, ich wusste, es geht dahinter weiter. Okay, und hier geht's jetzt, glaube ich, auch richtig los. Ich schalte das Mikrofon mal ein bisschen lauter, wenn ich da jetzt rankomme. Moment, da hinten ist gerade irgendein Viech. Dahinter ist das nächste Viech, der Bogenschütze. Moment. Hilfe, wo ist das Mischpult? So, ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Und ich werde jetzt ein wenig leiser reden und mich lauter aufnehmen. So, du bist die Behutsamkeit, du bist die Effizienz.
Nun gut, Bogenschütze, bring it on. Aua. So, Eisen werden wir auf jeden Fall genug haben. Mehr als genug, wie es aussieht. Zumindest vorerst. Ach du Heilige. Und da hinten ist bereits Lava. Ich vermute mal, wir werden nicht ohne Redstone nach Hause gehen. Alter! So, die Spinne nehmen wir auch mit. Dich haben wir schon gehört. Du kleines Trappelbeinchen. So, einfach mal so ein Auge in der Höhle. Und bevor wir jetzt natürlich alles hier abgrasen, schaue ich mich vorher noch ein ganz kleines bisschen um. Alter, boxt der mich einfach in den Rücken, der Penner. Und da hinten sehe ich bereits Creeper und einen Werwolf. Und ich frage mich, warum, wenn das Menschen sind, warum greift der Creeper den Werwolf nicht an? Kann man Creeper irgendwie tamen? Und ich frage mich auch, kann der Creeper uns hier erreichen, wo wir gerade sind? Der ist so schnurstracks losgegangen, dass es fast den Einschein hätte, als wüsste er, wo er lang wollte, um uns zu erreichen. So, dann gehe ich mal hier lang. Von hier sind wir gekommen. Halt. So, Kohle nehmen wir auch einfach mal mit. Und das soll dann aber auch reichen. Zwei Kohlestacks, ich glaube, das wird reichen. Mehr werden wir mit Sicherheit nicht brauchen, zumal wir ja noch eine Menge Kohle in unserem Vorratslager haben. So, hier auch wieder eine Fackel. Hallo. Ich rede jetzt komisch, weil ich in einer Höhle bin. Hier war doch ein Skelett. Ein Enderman. Und ich glaube, das Skelett hat den Enderman verärgert. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich möchte mal gucken, was dabei rauskommt, wenn ein Skelett einen Enderman anschießt. Ja, komm. Offenbar nicht viel. Komm, Spinny. Lauf in mein Schwert. So, wir gehen erstmal da hinten lang. Ich werde hier nicht alles mit Fackeln ausleuchten, damit ich sehe, wo wir bereits waren. Ich mache das diesmal anders als sonst. Ich leuchte nur die Abschnitte ab, wo wir auch wirklich lang gehen. Und leuchte nicht erstmal alle Höhlen aus. So, ich glaube, Kohle haben wir jetzt voll. Zwei Stacks, mehr gibt es nicht. Also keine Kohle mehr. Oh, 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 oh. Und wir gehen tiefer und tiefer und tiefer. Oh Mann, die ganze Kohle hier in der Wand zu lassen, ist natürlich eigentlich eine Sünde. Und abermals höre ich irgendwo hinter dem Gravel oder irgendwo höre ich hier wieder Viecher.